Wichtige Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten, Kryptomarktdaten zur aktuellen Situation und ein Blick auf den FTX-Hacker, der wirklich der blödeste Hacker überhaupt zu sein scheint. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir zu Beginn erst über ein, zwei wichtige Wirtschaftsdaten. Dann gehen wir rüber, sprechen einige Worte über den aktuellen Bitcoin bzw. seine aktuelle Situation und gehen dann nochmal über und rollen den Fall FTX noch einmal auf. Dabei wiederhole ich mich nicht, sondern gehe eher darauf ein, was aktuell für eine Datenlage vorliegt. Denn selbstverständlich ist es wichtig, jetzt herauszufinden, wie viel Geld FTX tatsächlich verbrannt hat bzw. was sie hier an Schulden hat, wo sie hier besonders viele Schulden hatten, und wir werfen, wie im Intro angesprochen, nochmal einen Blick auf den wohl blödesten Hacker überhaupt. Hierbei reden wir selbstverständlich über den FTX-Hacker. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem jetzigen Video. Lass super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Springen wir direkt auf die erste Folie. Bitcoin sowie der Rest des Kryptomarktes atmet zum aktuellen Zeitpunkt etwas auf, und das ist eben auch nicht unbegründet so. So sahen wir gerade in den letzten Tagen sehr, sehr schwierige Zahlen, Daten und Fakten, gerade natürlich in Bezug auf die FTX-Pleite. Nun hat der breite Finanzmarkt nicht nur in der letzten Woche durch tatsächlich positive Zahlen einen leichten Aufschwung gesehen, wovon der Kryptomarkt leider nichts hatte. Auch am heutigen Datum gab es vor allem aus den Vereinigten Staaten wieder sehr positive Daten. Hierbei sprechen wir über den PPI, den Producer Price Index, also den direkt übersetzt Produzentenpreisindex. Bereits gestern haben wir kurz darüber gesprochen, wie wichtig diese Kennzahl ist. Sie gibt eben Aufschluss darüber, wie teuer die aktuellen Produktionskosten in den Vereinigten Staaten sind. Wenn diese natürlich steigen, dann ist auch davon auszugehen, dass die Inflation weiter steigt. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir allerdings festhalten, dass sie nicht nur sinken, sondern tatsächlich stärker sinken, als man gedacht hatte. So hatten wir im letzten Monat noch Preissteigerungen um ca. 0,3%. Zum aktuellen Zeitpunkt sind sie bei 0%, obwohl weitere 0,3% erwartet waren. Damit sinkt der Producer Price Index im Gegensatz zum Vormonat 7,2% auf aktuell 6,7%, also ist um knappe 0,5% rückläufig gewesen. Definitiv ist das ein sehr gutes Zeichen und es signalisiert dem Markt, dass die Inflation vor allem auch aus Produzentensicht rückläufig ist, was natürlich nochmal etwas nachhaltiger ist als nur die direkten CPI-Daten. Nicht ganz so schöne Daten sahen wir dann allerdings heute Morgen aus Japan. Hierbei sprechen wir über das GBT bzw. das Bruttoinlandsprodukt. Das ist nämlich tatsächlich rückläufig und sank tatsächlich um minus 1,2%. Die Vorhersagen beliefen sich auf 1,1% Wachstum. Somit sehen wir definitiv einen ziemlich starken Unterschied. Zuletzt sah das Bruttoinlandsprodukt ein Wachstum um knappe 4,6%. Doch auch wenn der Produzentenpreisindex leicht rückläufig ist und die Inflation ebenfalls sich zurückbewegt, sehen wir in den Vereinigten Staaten dennoch eine sehr stark angeschlagene Wirtschaft. Vor allem die Tech-Aktientitel sind ziemlich stark angeschlagen, denn selbstverständlich fehlt aktuell das billige Geld, was der Tech-Sektor im Prinzip braucht, um eben stärker zu wachsen. Aufgrund dessen sehen wir massenhafte Entlassungen. So hat beispielsweise die Meta-Aktie seit Anfang des Jahres 66% an Wert verloren. Das Resultat: 11.000 Mitarbeiter müssen das Unternehmen verlassen. Bei Robinhood sind das Ganze minus 72%. Hier wurden 23% der Mitarbeiter entlassen. Zudem gab es dann noch große Entlassungen bei Snapchat, Amazon und Netflix, zuletzt auch bei Coinbase. Zwar gab es bereits schon vor einigen Monaten die Ankündigung, dass rund 18% der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen. Erst vorhin wurde dann noch zusätzlich gemeldet, dass wohl zusätzliche 60 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen. Zuletzt ist, wie bereits angesprochen, vor allem der Kryptomarkt stark getroffen worden. Ich denke, ich brauche euch nicht noch einmal erläutern, was letzte Woche passiert ist. Der Bitcoin rutschte weiter ab. Doch wenn wir uns hier mal den Downtrend anschauen, den wir vor einigen Monaten angezeichnet haben, so sehen wir, ja, dass der Bitcoin eigentlich, auch wenn er momentan sehr schwach aussieht, etwas Stärke beweist, zumindest zeigt, dass er möglicherweise aus diesem Downtrend ausgebrochen ist. Heißt nicht, dass er nicht noch einmal stärker abverkauft werden könnte, doch zumindest wäre es ja mal erfreulich, wenn er etwas Erholung signalisieren könnte. Dabei sehen wir natürlich auch, dass rund um die aktuell große Panik in Bezug auf Krypto-Exchanges die Auszahlungen extrem groß sind. Gestern haben wir darüber bereits gesprochen. Diese Grafik verdeutlicht noch einmal, dass wir mittlerweile mehr als 4 Millionen verschiedene Wallets haben, die mindestens 0,1 BTC halten. Wir sehen hier gerade rechts ziemlich stark in der Grafik, wie das Ganze nach oben schießt, weil eben auch immer mehr kleine und private Investoren dabei sind, ihre Bitcoins von den Exchanges zu ziehen, was definitiv ein gutes Zeichen ist, denn das ist eigentlich der Grund, warum Bitcoin überhaupt erst erschaffen wurde. Bitcoin wurde nicht erschaffen, damit er irgendwo auf einer Kryptohandelsplattform liegt, sondern damit man ihn privat hält und für sich in Zukunft nutzen kann. Ebenfalls sehen wir eine Grafik, die einen möglichen Hinweis darauf gibt, dass wir uns dem Boden
nähern oder ihn möglicherweise schon gesehen haben. Hierbei sprechen wir über den Bitcoin Realized Price, der im Drawdown in den letzten Bärenmärkten immer geringer ausgefallen ist. So signalisiert er zum aktuellen Zeitpunkt, hier zumindest in der orangenen Trendlinie, dass er im aktuellen Abverkauf möglicherweise seinen Drawdown gesehen hat. Weitere Niveaus, wenn wir uns auf die Niveaus der letzten Bärenmarktböden begeben würden, wären bei 14.000 US-Dollar, 12.600 US-Dollar oder 11.800 US-Dollar. Der Markt ist momentan so übertrieben bärisch, ja, dass man schon aktuell davon ausgehen könnte, dass er wahrscheinlich zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine kurzfristige Erholung sieht. Wir wissen natürlich, wenn das gesamte Marktsentiment zu bärisch ist, dann kann es eigentlich nur in eine Richtung gehen und das ist nach oben. Genau das Gegenteil sehen wir natürlich, wenn alles viel zu bullisch ist. Das Bärische wurde vor allem am 9. November losgetrieben, als die Kryptohandelsplattform FTX hier Bruch ging. Nun wollen wir einige Blicke darauf werfen, wer wirklich hier involviert war, wer große Gelder in FTX investiert hatte und somit möglicherweise nun Probleme bekommen könnte. Zu Beginn sollte man erstmal eventuell kurz anmerken, dass die ersten Investments in Bezug auf FTX am 11. August 2019 getätigt wurden. Somit am Ende des letzten Bärenmarktes, was natürlich ein guter Start ist, wenn man schön mit frischem Kapital in den Bullrun startet. Man darf allerdings nicht vergessen, dass eben die Führungskräfte noch keinen Bärenmarkt durchgelebt haben, zumindest noch keinen Bärenmarkt, in dem sie selber in der Unternehmensführung tätig waren. Am 20. Juni 2021, also knapp anderthalb Jahre später, meldete FTX dann die größte Fundingrunde für Kryptobörsen in der Geschichte. 900 Millionen US-Dollar erhält der Handelsplatz, der Unternehmenswert steigt damit schlagartig auf 18 Milliarden US-Dollar. Kaum drei Monate später fließen weitere 420 Millionen in die Unternehmenskassen und im Januar 2022 folgt sogar eine Doppelfinanzierung. So erhält auf der einen Seite der US-Ableger von FTX am 26. Januar 400 Millionen US-Dollar, fünf Tage später folgt dann die Muttergesellschaft mit ebenfalls 400 Milliarden US-Dollar. Damit beläuft sich dann die Unternehmensbewertung auf 32 Milliarden US-Dollar. Insgesamt hat FTX in etwa knapp 1,72 Milliarden US-Dollar aus den gesamten Funding-Runden eingesammelt. Unter den Geldgebern befinden sich unter anderem BlackRock und Securo Capital, also hierbei wirklich die größten Unternehmen, die in diesem Bereich partizipieren. Die zuletzt genannte Risikokapitalgesellschaft Sequoia schrieb seine Investments kürzlich auch offiziell ab. Ihr Investment in FTX betrug 213 Millionen US-Dollar. Auch die singapurianische Regierung ist über eine Holdinggesellschaft in FTX investiert gewesen. Laut Forbes beläuft sich der Ausfall auf etwa 205 Millionen US-Dollar. Noch härter getroffen hat es Paradigm. Der weltweit größte Krypto-Venture-Capitalist verlor nach Angaben der New York Times rund 278 Millionen US-Dollar. Auch eine kanadische Pensionskasse verlor nicht wenig Geld. Wir sprechen hierbei immer noch über knapp 75 Milliarden US-Dollar. Doch selbstverständlich hat FTX nicht nur den Institutionellen hier Geld geschuldet. Insgesamt beliefen sich nun nach aktuellen Angaben ihre Verbindlichkeiten auf knapp 8 Milliarden US-Dollar. Dabei kann man nur in Anführungsstrichen zufrieden sein, dass sich zumindest 5,14 Milliarden US-Dollar dieser Verbindlichkeiten bzw. Schulden auf den US-Dollar belaufen. Somit sehen wir, dass sich die anderen Schulden auf Bitcoin, Tether und Ethereum ausbreiten und andere Investments hier nach The Block auf knapp 0,27 Milliarden US-Dollar, also 270 Millionen US-Dollar geschätzt werden. Dennoch ist das Geld leider weg und auch die internen Mittel bei FTX sind nicht wirklich hoch. So wurden sie auch noch von einem Hackerangriff getroffen, auf den wir gleich noch einmal zu sprechen kommen wollen. Laut einigen Angaben hat FTX allerdings bis zu 70 bis 80 Millionen US-Dollar in Immobilien auf den Bahamas investiert. Eine möglicherweise Privatimmobilie wurde erst von Sam Bankman-Fried hier vor wenigen Tagen öffentlich gestellt. Es handelt sich um ein Penthouse, welches zu einer Auktion von knapp 39,5 Millionen US-Dollar ausgestellt wurde. Doch wie eben bereits gesagt, sind selbstverständlich nicht nur die Institutionellen, sondern auch die Privatinvestoren getroffen. Laut dem Insolvenzantrag, der in der letzten Woche eingereicht wurde, sind wahrscheinlich knapp 100.000 Menschen betroffen. Nun sehen wir aktuell neue Zahlen, aus denen hervorgeht, dass möglicherweise bis zu 1 Million Gläubiger hier tatsächlich Geld auf FTX liegen hatten. Das Vertrauen ist natürlich durch eine solche Aktion extrem geschädigt und bereits in den Videos in den letzten Tagen haben wir darüber gesprochen, wie groß die Folgen möglicherweise sein können. Dennoch sehen wir tatsächlich in der vergangenen Woche eine sehr interessante Entwicklung in Bezug auf Kryptoinvestitionen, denn während der gesamte Kryptomarkt scharf abverkauft wurde, sahen die institutionellen Zuflüsse, zumindest in Bezug auf Coinshares, tatsächlich mal einen positiven Inflow, und zwar den positivsten Anstieg seit 14 Wochen. Insgesamt wurden in der letzten Woche nach Coinshares rund 42 Millionen US-Dollar in den Space investiert, was eben wie bereits gesagt die höchste Summe seit über 3 Monaten ist. Dabei ist natürlich die Frage, wann genau diese institutionellen Zuflüsse in der letzten Woche hier berechnet wurden, denn zu Beginn der Woche war man sich über das Ausmaß von FTX ja noch keineswegs im Bilde. Wir halten also fest, dass FTX extrem hohe Verbindlichkeiten hatte. Wir reden über 8 Milliarden US-Dollar. Auf der anderen Seite sind die liquiden Mittel sehr
sehr gering. So kam kurz nach dem Insolvenzantrag bereits der nächste Schlag. Kurz nach der Bekanntgabe der Insolvenz sahen wir dann einen Hacker, der höchstwahrscheinlich intern in FTX interagierte. Hacker ist relativ, denn die Frage ist, was hier wirklich gehackt wurde. Zumindest ist es ein Dieb, denn bis zum aktuellen Zeitpunkt wurden rund 663 Millionen US-Dollar nach dem Insolvenzantrag von der Plattform entzogen. Mindestens 477 Millionen US-Dollar wurden von diesem Hacker entzogen. Die restlichen Gelder wurden angeblich von anderen intern hier auf sichere Wallets transferiert. Lansen, eine Plattform, die vor allem in den letzten Tagen groß Schlagzeilen macht, verfolgt derweil die Wallets des sogenannten Hackers. So beläuft sich sein aktueller Wert auf knapp 342 Millionen US-Dollar, also wirklich nicht wenig Geld. Die mit Abstand größten Bestände hält er hier in Ether und gerade in den letzten Stunden sehen wir immer wieder, dass er neue Ether akkumuliert bzw. die alten kleineren Altcoins gegen Ether austauscht. Insgesamt hält allein diese Wallet knapp 228.000 Ether, ein Wert von über 286 Millionen US-Dollar. Damit handelt es sich um eine der größten Ethereum-Wale und ja, es handelt sich immer noch um eine Hacker-Wallet. Der Hacker kann also aktuell machen, was er will mit diesem Geld. Selbstverständlich können einzelne Protokolle sowie vor allem auch feste Exchanges sich von dieser Wallet trennen und ihr eben nicht erlauben, diese Gelder auf die Börse zu transferieren, um sie dort möglicherweise zu verkaufen. Das heißt, der Hacker kann vielleicht intern so ein bisschen im Krypto-Ökosystem mit den Werten spielen, doch wirklich nach außen tragen kann er die Gelder höchstwahrscheinlich nicht. Zudem kam beispielsweise Kraken vor 2 Tagen um die Ecke und sagte, dass sie einige Konten eingefroren haben, die eben in Verbindung mit der Hacker-Wallet stehen. Und ab hier wird es wirklich interessant. Bereits am Vortag sagte nämlich der Chief Security Officer von Kraken, dass die Identität des Kontoinhabers der Hacker-Wallet bekannt sei. Später gab Kraken noch bekannt, dass sie die Identität des Benutzers nicht öffentlich machen werden und dass FTX eine Erklärung zu dieser Situation abgeben werde. Auch die Blockchain-Sicherheitsüberprüfungsfirma Hacken setzte sich mit der Thematik auseinander. In einem Interview mit Coindesk TV kam gestern folgendes Zitat zum Vorschein. Der Angreifer scheint Zugang zu allen Cold Wallet Speichern gehabt zu haben, die er ausgenutzt hat. Klingt logisch. Hierbei untersuchte die Sicherheitsfirma vor allem auch die Blockchain-Transaktion und stellte fest, dass der Plünderer bzw. in Anführungsstrichen Hacker mehrmals erfolglos versucht hatte, Tether bzw. USDT auf die Tron-Blockchain zu senden. Das Ganze schlug allerdings fehl, weil die eigene Wallet über nicht genug TRX-Token verfügte, also eigene Tron-Token, die man braucht, um hier die Transaktionskosten zu bezahlen. Um an diese TRX-Tokens zu kommen, nutzte der in Anführungsstrichen Plünderer ein verifiziertes persönliches Konto über die Plattform Kraken, um knapp 500 TRX-Tokens an die Wallet-Adresse zu senden. Aufgrund der Know Your Customer bzw. KYC-Maßnahmen von Kraken kann man eben genau diese Wallet, die diese 500 TRX-Token verwendet hat, fest zuordnen und weiß eben, wer dahinter steht. An dieser Stelle muss man natürlich ganz klar sagen, ob diese Wallet, die jetzt wirklich diese 500 TRX-Token versendet hat, wirklich am Ende des Tages auch der offizielle Account des Hackers ist, das sei mal dahingestellt. Allerdings muss es eben eine Person gegeben haben, die den Impuls bekommen hat, okay, ich muss an diese Adresse jetzt 500 TRX-Tokens schicken und genau das bzw. diese Zusammenhänge sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Sollte der Hacker hier allerdings wirklich seinen privaten Account genutzt haben und das liegt möglicherweise nahe, wenn eben die Informationen auf einen intern bei FTX hindeuten, dann wäre er definitiv extrem blöd und eigentlich kann man schon fast sagen, so blöd kann man gar nicht sein. Die Folgen der FTX-Pleite und vor allem auch die Folgen des Hackerangriffs sind natürlich katastrophal. Erst gestern habe ich darüber berichtet, dass die Kryptohandelsplattform AAX keine Auszahlung mehr tätigt. Diese haben sie allerdings zum aktuellen Zeitpunkt wieder aufgenommen, denn sie hatten eine erfolgreiche Kapitalbeschaffung. Dafür hat beispielsweise auf der anderen Seite die Kryptohandelsplattform Liquid Global die Auszahlung gesperrt. Sie waren im Besitz von FTX und wurden damals angeblich gerettet. Und auch zu Yubi gibt es beispielsweise interessante Neuigkeiten. So hat Yubi offiziell bekannt gegeben, dass sie auf FTX Einlagen im Wert von 18,1 Millionen US-Dollar hat. Von diesem Betrag bestehen knapp 13,2 Millionen US-Dollar aus Kundeneinlagen und 4,9 Millionen US-Dollar aus Vermögenswerten von Halbit, einer anderen Tochtergesellschaft, über die ich ebenfalls gestern berichtet hatte. Warum man hier Kundenvermögen auf einer fremden Exchange hält, ist mir persönlich immer noch ein Rätsel. Handelt es sich hierbei allerdings wirklich nur um 13,2 Millionen US-Dollar, könnte man Yubi möglicherweise
nochmal retten. Dennoch gibt es Transaktionen, die eben nur schwer zuzuordnen sind, vor allem auch in Bezug auf Crypto.com. Und auch von Crypto.com gibt es weitere interessante Informationen. So sagte der CEO von Crypto.com gestern während einer Live-Fragerunde, dass Crypto.com zeitweise mehr als 1 Milliarde US-Dollar in Form von Stablecoins an die Kryptohandelsplattform FTX geschickt hatte. Hierzu sagte der CEO, innerhalb eines Jahres wurde 1 Milliarde US-Dollar an FTX transferiert und wir haben das alles wieder zurückgehalten. Bei der Schließung von FTX hatten wir nur ein Engagement in Höhe von weniger als 10 Millionen US-Dollar und FTX war einer der wenigen Handelsplätze mit anständiger Liquidität für einige Coins, wie die, die ich vorhin erwähnt habe. So hat Crypto.com zeitweise eben hier FTX Liquidität bereitgestellt und dafür wahrscheinlich Tokens erhalten, über die FTX hier verfügt hatte. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei vor allem um Solana-basierte Tokens. Ebenfalls wies der CEO Behauptung zurück, dass die Kryptohandelsplattform Crypto.com den eigenen Crow-Token genutzt hatte, um ihn als Sicherheit für Kredite zu hinterlegen. Hierzu betonte er, ich zitiere, wir haben ihn nie dazu benutzt, wir brauchen das nicht. Ebenfalls erklärte er, die Börse habe ein sehr einfaches Geschäft, das ziemlich anständige Einnahmen generiert. Das kann ich nur unterstützen, bei den Gebühren muss Crypto.com eine Menge Gewinn generieren. Auch die Frage der hohen Reserven in Form von Shiba Inu-Tokens wurde noch einmal gestellt. Hierzu sagte der CEO, letztes Jahr waren Doge und Shiba zufällig zwei extrem beliebte Meme-Coins und die Leute haben eine Menge davon gekauft. Und sie halten ihre Coins und haben diese nicht verkauft. Wir haben keine Kontrolle darüber, was ihr kauft. Ihr kauft es, wir bewahren es auf und das auf sichere Weise. Dementsprechend handelt es sich hier möglicherweise eben wirklich nur um Kundeneinlagen, eine Thematik, die ich bereits gestern schon mal geäußert hatte. Nichtsdestotrotz sehen wir momentan weiterhin massive Abflüsse von Crypto.com, Gate.io, Huobi und vielen anderen Crypto-Exchanges. Ich denke mal, diese Grafik hier spricht für sich. Dennoch können wir zum aktuellen Zeitpunkt festhalten, dass die Withdraws, die wirklich hier durch die Decke gegangen sind, aktuell zumindest zum Teil etwas nachlassen. Das heißt, der richtige Banksturm wird momentan weniger. Heißt nicht, dass keine Kryptohandelsplattformen mehr pleite gehen müssen. Allerdings sehen wir möglicherweise, dass sich die Gesamtsituation etwas beruhigt. Dabei darf man natürlich jetzt nicht einfach denken, okay, das war's, wir haben das Schlimmste überstanden, es kann nichts mehr passieren. Man sollte sich natürlich dennoch mit den verschiedenen Tokens auseinandersetzen, vor allem eben mit den Tokens, die von den Plattformen selber geprägt wurden, so wie im Fall von Crypto.com der Crow-Token, FTX der FTT-Token oder beispielsweise BNB der Binance-Token. Diese Börsentoken sollen im Prinzip dabei helfen, Protokolle zu stabilisieren, Transaktionsgebühren zu begleichen oder Belohnungen auszuschütten. Außerdem können Kunden der jeweiligen Börsen das Guthaben ansammeln, wenn sie dazugehörige Tokens kaufen oder beziehungsweise nutzen. Entgegen des eigentlichen Nutzens von Kryptovermögenswerten werden sie allerdings auch oft genutzt, um quasi einen Teil der Handelsplattform zu besitzen, ähnlich wie beispielsweise eine Aktie, beziehungsweise man muss es ehrlicherweise sagen, wie ein Wertpapier. Doch genau hierbei sehen wir natürlich das Problem. Die Tokens, die vor allem hauptsächlich von den eigenen Plattformen gehalten und herausgegeben werden, diese sind eben offensichtlich zum Großteil auf der eigenen Plattform. FTX hatte nach einigen Angaben rund 40% der gesamten Reserven der FTT-Token und damit natürlich einen Großteil der Marktkapitalisierung. Das hier ist allerdings nur eine Quelle. Ich habe bereits vor einigen Tagen eine andere Quelle gesehen, die gesagt hatte, dass FTX bzw. Alameda Research im Besitz von über 40% der Tokens waren. Wenn diese Tokens dann natürlich nicht nur als Reserve, sondern auch als Collateral genutzt werden, kann das Kartenhaus ziemlich schnell zusammenbrechen, wenn diese Tokens stark abverkauft werden. Das haben wir nun bei FTX im Fall FTT gesehen und zuvor auch im Terra Crash, als der Luna Token zusammengebrochen ist. Der Binance CEO CZ sagte allerdings jüngst zur aktuellen Situation, dass dies kein Problem in Bezug auf Binance Zeit. Denn der Binance CEO betonte, verwende niemals einen von dir selbst erstellten Token als Sicherheit. Binance hat BNB nie als Sicherheit verwendet und wir haben auch nie Schulden aufgenommen. Das bleibt definitiv auch nur zu hoffen, denn sollte Binance hier als mit Abstand weltweit größte Handelsplattform zusammenbrechen, dann hätten wir wahrscheinlich ähnliche Probleme, wie wenn Tether zusammenbricht. Ebenfalls machte der Binance CEO gestern auf Twitter dann noch einmal Werbung für einen sogenannten Recovery Fonds. Mit diesem möchte man gegen den negativen Effekt des FTX-Kollaps entgegenwirken und dem Markt wieder etwas Vertrauen geben. Mithilfe des Rettungsschirms sollen dann in Zukunft angeschlagene Projekte unterstützt werden, die ansonsten in Anführungsstrichen relativ stark dastehen. CZ lud dazu ein, dass sich auch andere an diesem Fonds beteiligen können. Bedürftige Plattformen und Projekte sollen sich hingegen auf der anderen Seite bei der Qualifizierung bei Binance Labs melden. Doch das war nicht der einzige Schritt, mit dem der Binance-Chef CZ gegen das verlorene Vertrauen im Crypto-Space vorgehen möchte. So plant er auch, mit einem Industrieverband dagegen zu steuern. Ein entsprechendes Interesse
kam nach eigenen Angaben auch von den Regulatoren. Der Verband soll die Kommunikation mit den Regulierungsbehörden aufrechterhalten und die Best Practices in der Branche pflegen, einschließlich Proof of Reserve und Transparenz. Dabei soll die Gruppe vor allem aus verschiedenen Industriegrößen bestehen und operieren. Binance selber soll keinen direkten Einfluss auf die Gruppe haben. Neben der damit erhofften Wiederherstellung des Vertrauens stellt Binance auch zusätzliche finanzielle Mittel in Aussicht. Diese beziehen sich hierbei, wie eben bereits genannt, hauptsächlich um diesen Recovery Fund. Wir sehen also, so langsam legt sich der Rauch im Crypto-Space etwas, zumindest scheint es so. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Ruhe auch erstmal gewahrt wird und möglicherweise weitere positive Wirtschaftszahlen einen positiven Einfluss auf den Bitcoin haben könnten, um diesen zu stabilisieren. Ich hätte zwar nichts dagegen, wenn er noch einmal weiter abverkauft wird, doch aktuell scheint der Markt eher ruhig zu sein. Die nächsten Tage werden uns verraten, wie der Kryptomarkt weiterläuft. Bis dahin bleibt abzuwarten. An dieser Stelle möchte ich das heutige Video allerdings auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch weitergeholfen. Sollte dem so sein, lasst super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank an alle Supporter da draußen. Bis morgen in alter Frische. Ciao, Freunde.